Der Elbtower in Hamburg. Eine Bauruine. Symbol für eine der größten Pleiten Europas. Den Absturz der Signa-Gruppe. Es hieß, es ist alles abgesichert, es sei ein sicheres Projekt, es wird fertiggestellt werden. Aber wir sehen ja jetzt, dass genau das nicht der Fall ist. Verantwortlich der österreichische Selfmade-Milliardär René Benko. Yacht, Privatjet oder Luxuschalet? Das war gestern. Nun kommt am Wiener Firmensitz alles unter den Hammer. Pleite ist auch die Signa-Tochter Galeria Karstadt Kaufhof. Zum dritten Mal. Trotz millionenschwerer Staatshilfen. Gerade bei Kaufhof, Karstadt, Galeria war es immer, wir können doch die Innenstädte nicht veröden lassen. Da müssen wir ein höheres Risiko eingehen. Benkos politisches Netzwerk schien ihm alle Türen zu öffnen und visionäre Projekte zu ermöglichen. Wie konnten Politiker, Behörden und Bürgermeister sich auf den schillernden Aufsteiger einlassen, der schon vor 10 Jahren wegen Korruption verurteilt wurde? Wer finanzierte ihn im Hintergrund? Und wer trägt die politische Verantwortung für das Desaster? Es ist ja kein Zufall, dass immer ehemalige Politiker auf der Gehaltsliste von Herrn Benko stehen oder der Signa. Hamburg, 8. Februar 2018. Olaf Scholz ist nur noch wenige Wochen Bürgermeister der Hansestadt. Eine seiner letzten Amtshandlungen, bei einer Pressekonferenz stellt er das Projekt Elbtower vor. Mit diesem Entwurf wird das Kunstwerk Hamburg direkt bis an die Elbbrücken fortgesetzt. Der Turm selbst ist ein selbstbewusstes, elegantes und schönes Haus und er passt in seiner klassischen Haltung zu unserem Hamburg. Ich bin sicher, das Haus wird ein großer Gewinn für unsere Stadt und seine Bürgerinnen und Bürger. Man wird sich an diesen Turm, wenn er steht, nicht erst gewöhnen müssen. Er wird da stehen, als hätte er schon immer dahin gehört. Scholz präsentiert diesen Entwurf der Meisterklasse zusammen mit Benkos Unternehmen Signa wie seine eigene Idee, die nun von diesem Immobilienunternehmen erstklassig umgesetzt werde. Das war sein persönliches Baby. Er wollte damit strahlen, um quasi seinen Wechsel in die Bundespolitik vorzubereiten. Und als er diese Pressekonferenz gegeben hat, wo das ganze Projekt sozusagen vorgestellt wurde, da hat es streckenweise so geklungen, als hätte er persönlich den Elbtower am Zeichenbrett entworfen. Also da hat er gesagt, er hätte viele Stunden drüber nachgedacht, wie denn so ein Hochhaus aussehen müsse und hat eben auch Signa in überschwänglichen Tönen gelobt. Als Hamburger Bundestagsabgeordneter stellte De Masi, damals noch bei der Linken, mehrere Anfragen zu den Kontakten zwischen Olaf Scholz und René Benko, unter anderem zum Elbtower. Der soll 245 Meter hoch werden, Kosten rund 1 Milliarde Euro. Der Grundstückskaufvertrag zwischen der Stadt Hamburg und Signa wurde schon 2 Tage vor Scholz' Pressekonferenz abgeschlossen. Die politische Zustimmung der Gremien folgt erst über ein Jahr später. Jörg Hamann war seinerzeit Vorsitzender des Stadtentwicklungsausschusses. Mit der Auswahl, welches Projekt dorthin kommt und ob die Signa überhaupt sich bewerben darf, sind wir überhaupt nicht beteiligt worden. Das ist auch sehr ungewöhnlich. Normalerweise finden solche Ausschreibungen, Vergaben und insbesondere die Wettbewerbe unter enger Beteiligung der Politik, aber auch der Bürger, also der Einwohner vor Ort statt. Und das ist hier völlig ausgeklammert worden. Das war ein absolutes Geheimverfahren, von dem wir nur durch Zufall erfahren haben. Die Signa bekommt den Zuschlag als angeblich bester von 3 Bietern. Für das Baugrundstück zahlt Benko Signa 122 Millionen Euro. Wenig später kommt heraus, die beiden anderen Bieter hatten bis zu 13 Millionen Euro mehr geboten. Das habe ich damals schon als sehr bedenklich betrachtet. Ich habe es auch nicht verstanden. Es ist auch keine vernünftige Erklärung dafür abgegeben worden. Und hinzu kommt ja noch, dass die Signa damals schon mit Herrn Benko, ja mal freundlich formuliert, höchst problematische Bewerber waren. Also der schlechte Ruf, den Herr Benko hatte, der war damals ja schon bekannt. Der lief ja damals schon durch die Presse. Für mich völlig unerklärlich und das riecht natürlich nach großer Mauschelei. René Benko kannte Olaf Scholz schon länger.
Nach Unterlagen des Hamburger Senats traf er sich bereits 5 Jahre vorher mit ihm, im Oktober 2013, um über den Kauf des Hamburger Alsterhauses zu sprechen, seinerzeit eine Luxusfiliale von Karstadt. Die Übernahme des Karstadt-Konzerns hatte Benko damals bereits im Blick. Ihn interessierten vor allem die wertvollen Warenhausimmobilien in besten Lagen. Denn Benko kam aus der Immobilienbranche und hatte mit seiner Signa bis dahin schon Milliarden umgesetzt. 2018, gut 4 Jahre später und kurz vor der Auftragsvergabe für den Elbtower, soll Benko sich erneut mit Hamburgs Bürgermeister Scholz zu einem Gespräch getroffen haben, auf Vermittlung eines engen Vertrauten von Benko, Alfred Gusenbauer. Der war bis Ende 2008 österreichischer Bundeskanzler. Unmittelbar danach heuerte er bei Benko an. Im Signa-Konzern saß er in mehreren Gremien und betrieb zeitgleich eine Beratungsfirma. Man muss ja auch wissen, dass dieser Kontakt zu Scholz auch hergestellt wurde durch einen sehr langjährigen politischen Freund von Herrn Scholz, Herrn Gusenbauer, den Signa-Lobbyisten, den er noch aus seinen Tagen, ich glaube, bei den Jungsozialisten sogar kennt. Es schien ja offenbar so zu sein, das legen auch Äußerungen von Herrn Gusenbauer in der Presse nahe, dass Herr Scholz sich bei ihm noch mal rückversichern wollte, dass ihm das Ganze nicht auf die Füße fällt. So hat das Herr Gusenbauer in einem Interview mal dargestellt, ohne jetzt direkt den Namen von Herrn Scholz zu nennen. Hamburg 2018. Das Elbtower-Projekt darf nicht scheitern. Denn Scholz will sich mit dem Turm offenbar ein eigenes Denkmal setzen. Ich möchte auch, dass die Hamburgerinnen und Hamburger, wenn das fertig ist, sagen, das hat der Olaf Scholz gut gemacht, und nicht sagen, guck mal. Also das ist mir schon wichtig. Doch Olaf Scholz zieht weiter. Berlin, März 2018. Ich schwöre es. Jetzt ist er Bundesfinanzminister. Und zu Hause in Hamburg steht die endgültige Entscheidung der Bürgerschaft zum Elbtower noch aus. Wie kann Benko diese nun für sich gewinnen? Wie Benkos politisches Netzwerk funktioniert, zeigt das sogenannte Freundel-System, das er in seiner Heimat Österreich perfektioniert hatte. Das alljährliche Törgelen, eigentlich eine Art Erntedank der Südtiroler Winzer, hatte er zum Event des Jahres gemacht. Politiker, Medienstars und Wirtschaftsgrößen machten dem schwerreichen Immobilienunternehmer und seiner Frau Nathalie ihre Aufwartung. Auch der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz ist ein langjährig Vertrauter. Dabei hatte Benko ganz klein angefangen. Hier in Innsbruck wuchs er in bescheidenen Verhältnissen auf. Kurz vor dem Abitur verließ er die Schule, versuchte sich als selbstständiger Unternehmer. Er baute alte Dachböden in teure Wohnungen um, im Zentrum, wo viele prunkvolle Barockbauten stehen. Allmählich stieg er zu einem bekannten Immobilieninvestor auf. Was man hier bei Benko beobachten konnte, ist schon eine relativ typische Self-Made-Aufsteiger-Geschichte, ja, wo dieser Anfangserfolg dann erstens dazu führt, dass man mutiger wird, sich größere Projekte traut, gleichzeitig aber, dass auch mehr und mehr Leute einem Geld anbieten, ja, weil man ja in der Vergangenheit geliefert hat, und das dann schon so eine Art sich selbst verstärkende Dynamik bekommt. Tatsächlich zog es Benko aus der Provinz Tirol in die Hauptstadt Wien. Hier eröffneten sich ganz neue Perspektiven, stieg er in die erste Immobilienliga auf. Zum Beispiel mit dem sogenannten Goldenen Quartier. Benko kaufte den historischen Häuserblock und baute ihn zu einem Standort für Edelmarken um. Darüber Luxuswohnungen für die wohlhabende Oberschicht. Seinen Aufstieg kommentierte er selbstbewusst. Ich muss ganz ehrlich zugestehen, mir würde es auch ab und zu reißen, wenn ich in der Zeitung letztendlich einen jungen Investor sehe, der gerade was Großes umgesetzt hat, weil man natürlich immer Geld, Erfolg und große Projekte mit grauhaarigen älteren Herden, großteils mit Wohlstandsbäuchlein, irgendwo kennt und damit das Bild eines 27-Jährigen natürlich für jeden absolut fremd ist.
Und dann stieg Benko auch ins Handelsgeschäft ein. In seiner Heimatstadt Innsbruck übernahm er das Kaufhaus Tirol und machte mit Hilfe zahlungskräftiger Investoren ein neues Einkaufszentrum daraus. Es wurde ein Publikumsmagnet und wertete die Innsbrucker Innenstadt auf. Wenige Jahre später bereitet Benko in Deutschland seinen größten Deal vor. Übernimmt erst den angeschlagene Karstadt-Konzern und 2018 auch die Mehrheit an Kaufhof. Er interessiert sich vor allem für die wertvollen Immobilien in den Innenstädten und will die Warenhauskonzerne fusionieren. Gleichzeitig kümmert er sich weiter um das Elbtower-Projekt. März 2018. Der SPD-Politiker Peter Tschentscher wird Nachfolger von Olaf Scholz als erster Bürgermeister der Hansestadt Hamburg. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Nur zwei Wochen nach seiner Vereidigung trifft der neue Bürgermeister sich mit René Benko zu einem sogenannten ersten Kennenlerntermin. Ich denke, es war eben kein einfaches, freundliches Kennenlernen. Sondern es war ja klar, dass Tschentscher für Herrn Benko sehr wichtig ist. Und es ging um die laufenden Projekte. Da wurden ja auch Sachen entschieden im engen zeitlichen Zusammenhang. Da geht es um knallharte finanzielle Interessen. Und da war Herr Tschentscher natürlich jetzt der neue Ansprechpartner für Herrn Benko. Nur einen Tag danach schließt Benkos Signa-Gruppe einen Beratervertrag ab. Mit der Agentur Ole von Beust. In Hamburg ein politisches Schwergewicht. Der ehemalige erste Bürgermeister, CDU. Von Beust soll für das Projekt Elbtower Kontakte zu Politik und Verwaltung herstellen. Nach seiner Zeit als Bürgermeister arbeitete von Beust zunächst bei Roland Berger, einem der Investoren der Signa-Gruppe. Dann gründete er eine eigene Beratungsagentur. Der ehemalige Bürgermeister wird 2018 in Sachen Elbtower bei seiner CDU vorstellig. Der Kontakt ist telefonisch gelaufen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr konkret, ob angerufen wurde über das Büro von Beust oder ob angerufen wurde von der Signa. Wir hatten jedenfalls einen gemeinsamen Termin mit dem Geschäftsführer Signa und auch Herrn von Beust, haben unsere kritisch hinterfragende Position zu diesem Projekt deutlich gemacht und haben ja auch später in der Bürgerschaft dem Projekt nicht zugestimmt. Noch ist der Elbtower nur eine Vision. Die politische Zustimmung soll Benkos Netzwerk noch organisieren. Auch andernorts ist Benko als erfolgreicher Investor bestens im Geschäft, pflegt seine Kontakte, wie beim alljährlichen Zicklein-Essen in München. Die Charity-Sause veranstaltet der griechische Rechtsanwalt Stavros Konstantinidis, ein enger Vertrauter Benkos. Ich habe die letzten zwei Jahre auslassen müssen, weil einfach zu viel an Arbeit immer im Dezember notwendig ist. Aber in Stavros kenne ich schon lange, ist ein lieber Freund von mir. Und es freut mich, dass ich heute wieder mal dabei sein kann. Sein lieber Freund sitzt auch im Aufsichtsrat von Galeria Karstadt Kaufhof. So hängt bei Benko alles mit allem zusammen. Auch hier pflegt er politische Kontakte zum bayerischen Ministerpräsidenten Söder und zu Innenminister Herrmann. Denn auch in München verfolgt Benko lukrative Projekte, die man im lockeren Rahmen gut besprechen kann. Sommer 2018. Während in Hamburg die Zustimmung der Bürgerschaft zum Bau des Elbtowers noch aussteht, besitzt die Signa in Berlin bereits exklusive Immobilien wie das Upper West Hochhaus, das Luxuskaufhaus KDW und weitere Galeria-Kaufhäuser in besten Innenstadtlagen. Außerdem ist die Signa-Gruppe Eigentümerin des traditionsreichen Karstadt-Warenhauses am Berliner Hermannplatz. Hier plant Benko, ein historisches Warenhaus zu rekonstruieren, mit Büros und teuren Wohnungen. Schon der Kauf war ein gutes Geschäft.
So organisiert, dass Grunderwerbssteuer in Millionenhöhe gespart wurde. Benko selbst und die Siegner kassierten eine Vorabdividende von 33 Millionen Euro. Doch das Neubauprojekt steht auf der Kippe, weil Anwohner protestieren und die zuständigen Bezirke ihre Zustimmung verweigern. Man befürchtet steigende Mieten und Verdrängung. Wieder bringt Benko ein politisches Schwergewicht ins Spiel. Ex-Außenminister Joschka Fischer, der hier am Gendarmenmarkt die Beratungsagentur Joschka Fischer & Company betreibt. Herr Fischer ist natürlich jetzt nicht ausgesucht worden, weil der sich jetzt auch besonders mit Architektur oder so auskennt, sondern weil insbesondere auch in dem früheren politischen Umfeld von Herrn Fischer auch bei den Grünen Vorbehalte herrschten. Und er war offensichtlich dafür da, diese Leute umzudrehen. Deswegen wurde er bezahlt. Mit PR-Aktionen wie Nicht ohne euch, unterstützt von Fischers Beratungsbüro, versucht Siegner, die Anwohner und die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Wir wollen ja ein lebendiges Quartier schaffen. Das zeigen wir auch hier ein bisschen mit, was heute passiert. Mixed Use, also mehr Nutzungen, nicht nur Konsum, sondern auch Kultur, auch soziale Nutzungen sind notwendig, um Karstadt weiterhin attraktiv und interessant zu machen. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass der ehemalige Außenminister sich für Benko ins Zeug legt. Hamburg, März 2019. Hier scheinen Benkos Lobbyisten um Ex-Bürgermeister Ole von Beust erfolgreich zu sein. Die Politik stimmt dem Elbtower-Projekt zu. Die Baugenehmigung wird unter Bürgermeister Tschentscher in nicht einmal 3 Monaten durchgewunken. Überraschend? Nachträglich genehmigt man der Siegner-Gruppe eine um 18% größere Bruttogeschossfläche. Der Kaufpreis erhöht sich nicht. Ich kenne nur Kaufverträge, in denen das steht. Das wird mit jedem privaten Menschen genauso vereinbart. Erhöht sich das Bauvolumen, erhöht sich auch der Kaufpreis nachträglich. Das ist allgemein üblich. Auch das riecht natürlich nach Mauschelei, die nicht zu erklären ist und die auch nicht zu begründen ist. Also jenseits aller üblichen Verfahren ist hier ein Geschenk verteilt worden für diesen unseriösen Investor. Wie kam es zu diesem einseitigen Vorteil für Benko Siegner-Gruppe? Ein Interview will uns Bürgermeister Tschentscher nicht geben. Wir fragen bei der Hansestadt Hamburg nach. Schriftlich teilt man uns mit. Aus diesen Anpassungen ergibt sich kein wirtschaftlicher Vorteil für den Investor. Merkwürdig. Gegenüber den ursprünglichen Planungen wurden allein die Büroflächen um rund 9000 Quadratmeter vergrößert. Juni 2019. Benko hat inzwischen, wie geplant, Karstadt und Kaufhof unter dem Dach der Siegner fusioniert. Deren Hauptaugenmerk gilt weniger dem Warenhausgeschäft als den wertvollen Immobilien. Warenhauskonzern und Immobiliensparte sind rechtlich voneinander getrennt. Die Kaufhäuser zahlen Miete bei Siegner und das nicht zu knapp. Die Mieten, die Galeria an Siegner gezahlt hat und immer noch zahlt, sind deutlich überhöht. Wenn man das bemisst am Umsatz, sind das deutlich mehr als 10%. 5% sind bei Warenhäusern maximal verkraftbar. Bis zu 30% des Umsatzes müssen einige Warenhäuser an die Siegner zahlen. Doch warum presst Benko sein eigenes Unternehmen derart aus und bringt es damit in die Krise? Er ist in erster Linie Investor. Und daher am Wert der Kaufhausimmobilien interessiert. Die Mieten sind dabei ein wichtiger Faktor. Wenn Benko es schafft, die Mieten in einem befristeten Mietvertrag für die nächsten 5 bis 10 Jahre zu verdoppeln, ja, dann erhöht sich damit automatisch der Wert seiner Immobilie. Und zwar sofort, nicht erst in 5 oder 10 Jahren, sondern sofort. Ja. Diese Strategie, ja, hier Mieten wirklich raufzuchessen, ja, das war auch eine Strategie, um den Wert seiner Bestandsimmobilien zu steigern. Und dann kann ich auf diese dann höher bewertete Immobilie einen neuen Kredit aufnehmen, der höher ist als der alte. Mit den Immobilien und immer neuen Krediten macht Benko Siegner Milliardengeschäfte. Gleichzeitig rutscht das Warenhausgeschäft 2020 in die Pleite. Im Zuge der Corona-Krise werden rund 40 Häuser geschlossen, 4000 Angestellte entlassen.
Tausende bangen um ihre Arbeitsplätze. Berlin. Hier gibt es noch immer keine politische Zustimmung für Benkos Bauprojekt am Hermannplatz. Und auch hier sollen im Zuge der Insolvenz jetzt Galeria-Filialen geschlossen werden. Die Belegschaft demonstriert vor Benkos Firmenzentrale im exklusiven Upper West Hochhaus. Das ist schon beeindruckend, ne? So ein Riesending mit Riesengeld und uns speist man halt so ab. In dieser Situation lockt Benko die Stadt mit einem Deal. Erhalt von Arbeitsplätzen gegen Baugenehmigungen für Großprojekte. Benko verspricht dem Senat dafür, 4 Standorte mindestens 3 Jahre weiterzuerhalten und dort sogar 45 Millionen zu investieren. Eingefädelt hatte den Deal laut Senatskanzlei Joschka Fischer, Benkos Lobbyist in Berlin. Der hatte die Kontakte zu den Entscheidungsträgern hergestellt. Im August 2020 präsentiert Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller das Verhandlungsergebnis. Von entscheidender Bedeutung sind aber eben auch die Arbeitsplätze. Dass wir auf dieser Grundlage zu einem guten Ergebnis kommen konnten, eine gute Absichtserklärung haben, mit denen wir in den nächsten Jahren arbeiten können und auch eine Perspektive bieten für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das ist, glaube ich, ein guter Tag für Berlin, ein guter Tag auch für den Einzelhandelsstandort Berlin. Diese gute Absichtserklärung der Signa-Gruppe, die Galeria-Standorte zu erhalten, der sogenannte Letter of Intent, ist rechtlich nicht bindend. Benko dagegen erhält im Gegenzug rechtswirksame Baugenehmigungen in Berlin für milliardenschwere Hochhäuser, unter anderem hier am Alexanderplatz. Die Regierung in Berlin unter Rot-Rot hat damals diesen Deal in einer Erpressungssituation zugestimmt, weil Benko als der neue Inhaber mit der Signa damals ja gesagt hatte, wir erhalten die Arbeitsplätze nur, wenn ihr uns die Baurechte gebt. Und Baurechte, weitreichende Baurechte, gerade in einer Großstadt, sind sehr viel Geld wert. Keine 4 Jahre später sind nun 2 der 4 Standorte, die gesichert werden sollten, doch geschlossen. Und die zugesagten 45 Millionen sind nicht investiert worden. Bürgermeister Müller scheint von dem cleveren Benko nach allen Regeln der Kunst aufs Kreuz gelegt worden zu sein. Im Abgeordnetenhaus sorgt das Geschäft später für Aufruhr und schwere Vorwürfe. Was plant ihr mit Blick auf diese Entwicklung? Wie reagiert ihr? Wie schützt ihr die Beschäftigten und die Stadt vor diesem österreichischen Gauner? Aber wie die 3 Affen aus dem japanischen Sprichwort, nichts hören, nichts sehen und nichts sagen. Wir machen weiter wie gehabt. Und der Senat, also ehrlich gesagt, schon um meinen Geldbeutel zu schonen, möchte ich an dieser Stelle nicht mutmaßen, ob sie einfach besonders inkompetent oder besonders korrupt sind. Der Senat teilt mit, den Letter of Intent habe man abgeschlossen, um Warenhausstandorte und Arbeitsplätze in Berlin zu erhalten. Die Liquidität und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens wurde aber auch nicht überprüft, da sie nicht ausschlaggebend waren. Was in Berlin funktioniert, versucht Benko auch auf der großen Bühne durchzusetzen. Die Corona-Krise bietet ihm im März 2020 die Chance, Arbeitsplätze als Druckmittel für staatliche Hilfen einzusetzen. Über die Staatshilfen in der Corona-Krise entscheiden Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Finanzminister Olaf Scholz. Dazu wird eigens ein Wirtschaftsstabilisierungsfonds aufgelegt. Konkret befasst mit der Staatshilfe für Galeria Karstadt Kaufhof ist der zweite Mann hinter Minister Altmaier, Ulrich Nussbaum. Zuvor Finanzsenator in Berlin, jetzt Staatssekretär und stellvertretender Vorsitzender des Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Zu Nussbaum hatte René Benko offenbar exklusiven Zugang. Mit ihm telefonierte Benko in Sachen KDW-Gruppe, an der die Signa beteiligt ist. Es ging um Corona-Hilfen für die Luxuskaufhäuser. Tatsächlich erhielt das Unternehmen dann eine staatliche Bürgschaft von 90 Millionen Euro. Beim Wirtschaftsstabilisierungsfonds aber geht es jetzt um Galeria Karstadt Kaufhof,
und ganz andere Summen. Protokolle belegen, Benko telefonierte über Monate hinweg immer wieder mit Staatssekretär Nussbaum. Dabei hatte Benko offiziell seit 2013 keine Funktion mehr in der Geschäftsführung der Signa-Gruppe. Herr Benko war gar nicht zuständig. Da frage ich mich, warum der Staatssekretär ständig mit ihm im Austausch steht. Und Herr Benko ist ja bewusst nicht zuständig, weil er nämlich jetzt im Pleitefall sagen kann, ja, da hafte ich dann eben nicht mit meinem Vermögen und habe meine Schäfin ins Trockene gebracht. Dass die Politik ihm dann auch noch den Gefallen tut und mit jemand die ganze Zeit telefoniert, der formal gar keine Zuständigkeit hat, zeigt, dass ja alle in Berlin wussten, der eigentliche Strippenzieher ist Herr Benko. Und das zeigt auch, dass alle in der Politik wussten, was sie da taten. Benkos Einsatz hat wohl nicht geschadet. Im Februar 2021 erhält Galeria Staatshilfe in Höhe von 460 Millionen Euro. Dabei war das Unternehmen bereits vor Corona in einer dramatischen Schieflage, die eigenen Geldreserven bereits komplett verbrannt. EU-Richtlinien aber bestimmen, Unternehmen dürfen nur unterstützt werden, wenn sie noch ein Minimum an eigenem Kapital besitzen. Die Staatshilfe, die der Staat an Galeria gezahlt hat, war aus Sicht vieler Händler nicht gerechtfertigt. Sie haben zudem gegen EU-Auflagen verstoßen, wonach Unternehmen, die vor der Pandemie schon in Schieflage waren, eigentlich keine Staatshilfe kriegen sollten. Und das ist bei Galeria nachweislich der Fall. Das Finanzministerium erklärt dazu ohne Begründung, die rechtlichen Voraussetzungen für die Gewährung der Stabilisierungsmaßnahmen waren erfüllt. Während Galeria mit hunderten Millionen Euro Steuergeldern unterstützt wird, zahlt Benko nichts. Stattdessen verkaufen er und seine Signa-Gruppe 21 Kaufhof-Immobilien und kassieren wieder einmal Vorabdividende 450 Millionen Euro. Benko selbst gönnt sich kurz nach Gewährung der staatlichen Millionenhilfe einen echten Picasso. Bei Christie's ersteigert er L'Étreinte, die Umarmung, für über 17 Millionen Euro. Mit Galeria Karstadt Kaufhof geht es während der Corona-Krise weiter bergab. Es folgen die zweite Insolvenz und unter der neuen Regierung von Bundeskanzler Scholz weitere 220 Millionen Unterstützung. Wie konnte ein Unternehmen insgesamt 680 Millionen vom deutschen Staat bekommen, obwohl es bereits vor Corona kurz vor der Pleite stand? Und wie konnte René Benko derartig Einfluss auf die Entscheidungsträger nehmen? Offenbar spielte Alfred Gusenbauer dabei wieder eine Rolle, der ehemalige österreichische Bundeskanzler und politische Weggefährte von Olaf Scholz. Gusenbauer stellte Benko Signa in zwei Tranchen insgesamt 6 Millionen Euro in Rechnung. Auch für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Gewährung der Staatshilfe. Wenn ein Politiker 6 Millionen Euro bekommt dafür, dass er die Staatshilfen durchbringt, dann riecht das sehr streng, zumal bei einem Unternehmen wie Signa und Herrn Benko, der eben schon vorher wegen Bestechungsversuchen verurteilt war. Also da würde ich als Staatsanwalt auf jeden Fall, würden bei mir die Alarmglocken schrillen. In Wien treffen wir zufällig auf den Mann, der hinter den Kulissen wichtige Dienste für Benko geleistet haben will. Ex-Kanzler Gusenbauer. Ich will das überhaupt nicht. Ich meine persönliche Alfred Gusenbauer möchte keine Auskunft geben, was er genau für Benko eingestiehlt hat. Und ich habe Sie folglich angesprochen, ob Sie uns was sagen möchten. Ich habe Ihnen freundlich gesagt, nein. Ja, gut, das haben wir ja zur Kenntnis genommen. Gut, dann können Sie jetzt wieder gehen. Sie hätten noch eine Menge zu erzählen dazu. Zurück nach Hamburg, Herbst 2021. Am Elbtower beginnen die Bauarbeiten. Das Renommierprojekt der Signa mit Hotel, Büros und Gewerbe scheint auf einem guten Weg. Die Pleite liegt noch in weiter Ferne. Doch wie gut hat sich der Senat unter Bürgermeister Tschentscher über den angeblichen Milliardenkonzern informiert, der hier das drittgrößte Gebäude Deutschlands bauen will? Kennt er die Firmenkonstruktion?
Der Kaufvertrag über die Immobilie wurde mit einer deutschen Projektgesellschaft der Signa abgeschlossen. Diese Projektgesellschaft allerdings gehört zu einem undurchsichtigen Firmengeflecht in Luxemburg. Und dort, in diesem Gebäude, sitzen seit Jahren Dutzende Signa-Firmen, die steuerbegünstigt hohe Dividenden ausschütten. Hier sitzt auch die für den Elbtower zuständige Firma. Deren Konstruktion ist kompliziert. Eigentümer des Baugrundstückes sind zwei deutsche Signa-Firmen. Sie gehören einer Luxemburger Beteiligungsgesellschaft. An der ist zu 75% eine österreichische Signa-Tochter und zu 25% eine Commerzbank-Tochter beteiligt. Die Firmenkaskade mündet über zwei weitere Signa-Gesellschaften schließlich in der Signa Holding. René Benko selbst ist an dem Firmengeflecht über drei diskrete und steuerbegünstigte Privatstiftungen beteiligt. Zwei in Österreich und eine in Liechtenstein. Die Signa Holding ist ein milliardenschwerer Konzern. Trotzdem ist sie gesellschaftsrechtlich eine sogenannte kleine GmbH geblieben. Die darf nach österreichischem Recht eigentlich nur eine Bilanzsumme von höchstens 5 Millionen Euro haben. Wie kann das sein? Die Signa Holding hat jetzt eine Bilanzsumme von 5 Milliarden Euro, ja, also das Tausendfache der maximalen Bilanzsumme, allerdings weniger als 10 Millionen Euro Umsatz, weil man ja eine reine Beteiligungsgesellschaft war. Das heißt, man hat hier ein Schlupfloch im österreichischen Gesellschaftsrecht genutzt, um trotz dieser Milliardenbilanzsumme als kleine GmbH durchzugehen. Was ist nämlich die Folge, wenn man eine kleine GmbH ist? Man muss nicht einmal seinen Abschluss vom Wirtschaftsprüfer testieren, also prüfen lassen. Ja? Und man hat auch sonst viel weniger Transparenz und Publizitätsvorschriften zu erfüllen. Die Signa Holding hatte einen Wert von 5 Milliarden Euro, nach eigener Angabe. Eine Konzernbilanz wurde nie vorgelegt und das war auch beabsichtigt. Im Hintergrund behilflich Österreichs Steuerberaterin des Jahres 2019, Karin Fuhrmann. Es ist ganz wunderbar und unglaublich, in Wahrheit, dass ich heute zum dritten Mal den Steuerberater des Jahres im Bereich Immobilien gewinnen durfte. Die Steuerberaterin sitzt auch in Benkos Privatstiftung und im Aufsichtsrat der Galeria Karstadt Kaufhof. Ihre Kanzlei in einer ehemaligen Benko-Immobilie schlägt der Signa Erstaunliches vor. In einem Schreiben aus dem Jahr 2018 empfiehlt sie, es soll vermieden werden, dass die Signa Holding überhaupt einen Konzernabschluss aufstellt. Der österreichische Journalist Rainer Fleckel hat mit seinem Kollegen Sebastian Reinhardt recherchiert, dass dabei nach ihrer Auffassung Gesetzesverstöße billigend in Kauf genommen wurden. Es wurde sogar intern ein System entwickelt, wie man diese persönlichen Strafen, die laut Gesetz an die jeweiligen Geschäftsführer bzw. Vorstände gehen und alle zwei Monate bis zu ein paar tausend Euro ausmachen, wie man die steuerlich absetzbar wieder den Managern refundiert. Also da hätte auch jetzt das Firmenbuchgericht, wir sprechen hier von einem klaren Gesetzesbruch, über Jahre einschreiten können oder müssen. Aber das hat man sich halt, diese paar hunderttausend Euro pro Jahr hat man sich geleistet, um ein System der Intransparenz aufrechtzuerhalten. Benkos undurchsichtige Geschäfte durchleuchtet im Sommer 2023 die Europäische Zentralbank in Frankfurt. Sie warnt die Geldinstitute, die der Signa-Gruppe Geld geliehen haben. Deren Kredite seien möglicherweise nicht ausreichend besichert. Damit ist Benkos Kreditwürdigkeit in Frage gestellt. Der Finanzjongleur muss nun neue Geldquellen außerhalb Europas erschließen. Bei fragwürdigen Geldgebern in den Golfstaaten. Offenbar nicht zum ersten Mal. Schon 2021, als deutsche Politiker ihn noch hofierten, akzeptierte Benko die hohen Kreditzinsen der Scheichs. Sehr interessant ist, dass es vor der Zinswende zu einem interessanten Darlehen kam. Nämlich hat René Benko von einem großen Staatsfonds in Abu Dhabi, Mubadala,
ein 150 Millionen Euro Darlehen für eine Signa-Tochter aufgenommen zu einem Zinssatz von 12%. Damals hat sich ein Häuselbauer noch einen Fixzinskredit von mit ca. 1 bis 1,2% Verzinsung holen können. Und da hat die Signa-Gruppe schon 12% bezahlen müssen. Die Türen am Golf hatte ihm sein alter Freund geöffnet. Ex-Kanzler Sebastian Kurz, der Benko sogar zu Staatsbesuchen mitnahm. Zu seinen Geldgebern gehörten der Kronprinz von Saudi-Arabien und der ehemalige Premierminister von Katar. Sie investierten jeweils dreistellige Millionenbeträge. Sebastian Kurz war offenbar auch nach seinem Ausscheiden aus dem Amt für Benko tätig und lässt sich dafür gut bezahlen. Er soll Kontakt zu neuen Investoren aufgebaut haben und berechnet dafür Millionenbeträge. Hamburg, Herbst 2023. Hier hatten sich die Verantwortlichen anscheinend nicht gefragt, ob die Signa überhaupt über ausreichende Mittel verfügt. Eigentlich wollte die Signa den Milliardenbau mithilfe eines Bankenkonsortiums finanzieren. Doch nun nahmen die Kreditinstitute Abstand. Im Oktober 2023 werden die Bauarbeiten schlagartig eingestellt. Wenn der Investor nicht zahlt und die Baufirmen nicht bezahlt, dann ist der Investor schuld. Ne? Und die Stadt hätte auch diese Problematik vorher absichern müssen. Wir haben immer wieder nachgefragt. Es hieß, es ist alles abgesichert, es sei ein sicheres Projekt, es wird fertiggestellt werden. Aber wir sehen ja jetzt, dass genau das nicht der Fall ist. Die Stadt trifft also von Anfang bis zum Ende eine erhebliche Mitschuld. Also wie gesagt, diesen Investor hätte das Projekt von Anfang an nicht gegeben werden dürfen. Und die Bundesregierung? Benko Signa kann einfach nicht pleite gehen, denkt man auch hier. Obwohl die Signa-Tochter Galeria Karstadt Kaufhof wirtschaftlich auf den Abgrund zusteuert, wollen die Verantwortlichen offenbar unbedingt an eine Zukunft des Warenhauses glauben. Gerade bei Kaufhof, Karstadt, Galeria war es immer, wir können doch die Innenstädte nicht veröden lassen. Da müssen wir ein höheres Risiko eingehen. Und dann versucht Politik das, was übrigens auch schlechte Investoren immer machen, nämlich fast schon verlorenem Geld noch mal gutes Geld hinterherzuwerfen. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Otto Fricke sitzt im Parlamentarischen Kontrollausschuss, der für die Galeria-Staatshilfen zuständig ist. Am 27. März 2023 schließen die Verantwortlichen in Berlin mit der Signa einen brisanten Geheimvertrag. Erstmals soll nun die Signa in Haftung genommen werden. Für die Millionen Steuergelder, die der Kaufhauskonzern erhalten hatte. Die Regierung befürchtet bereits damals, dass Galeria trotz aller Hilfen zum dritten Mal in die Insolvenz rutschen könnte und will sich jetzt dagegen absichern. Zu diesem Zeitpunkt sind von den ursprünglichen 680 Millionen Euro Staatshilfen nicht mehr als 88 Millionen abgesichert. Wir legen diesen bislang geheim gehaltenen Vertrag Otto Fricke vor. Hier ist die Frage der Haftung der Signa, ich verkürze, nicht richtig geregelt worden, eigentlich gar nicht geregelt worden. Und das führt dann dazu, dass wie in einem Schachspiel du zwar den ersten Zug erkennst, sagst, ja, meine Position hat sich verbessert, aber gar nicht erkennst, dass der letzte Zug, wenn du auf den gehst, an dem am Ende du noch die Sicherheit hast, wenn der gar nicht mehr da ist oder wenn es den gar nicht gibt oder wenn der pleite geht oder wenn man gar nicht an den rankommt, dann bist du am Ende der Dumme. Und das zuständige Ministerium verweist auf das Betriebs- und Geschäftsgeheimnis. Kein Kommentar. Der Dumme ist nun der Steuerzahler. Die 680 Millionen Staatshilfen dürften jetzt, nach der dritten Pleite von Galeria und Insolvenz von Benko Signa, endgültig verloren sein. Und das wird erhebliche Auswirkungen auf die deutschen Innenstädte haben. In Deutschland stellt sich wirklich die Frage, ob in der Vergangenheit bereits spätestens die zweite Galeria-Rettung einfach so eigentlich nicht mehr zu verantworten war. Und die wird sich jetzt auch in der Zukunft stellen. Wie geht man um mit den Bauruinen in den Städten? Ja? Engagiert man sich da auch als öffentliche Hand, um die noch irgendwie fertig zu bauen? Ja? Oder überlässt man das dem freien Markt? Welche Folgen Benkos Geschäfte haben, zeigt das Beispiel an der Hamburger Mönckebergstraße.
In dem Traditionshaus wurden im Zuge der letzten Insolvenzen bereits 50 Mitarbeiter entlassen. Mit der dritten Pleite innerhalb von 4 Jahren droht auch diesem Galeria-Standort nun das endgültige Aus. Den Beschäftigten die Arbeitslosigkeit. Die Kolleginnen und Kollegen sind voller Sorge, andererseits aber auch sehr wütend. Schließlich verzichten wir auch seit 20 Jahren auf Gehaltsbestandteile. Wut vor allem, weil Benko einen Teil des ursprünglichen Karstadthauses auf ihre Kosten lukrativer vermarkten wollte. Das benachbarte Thalia-Haus. Die dahinführende Brücke ließ er abbrechen. Hier sollte das Alstertor entstehen, ein Büro- und Gewerbekomplex. Jetzt auch eine Bauruine. Dadurch verlor das Stammhaus 10.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Heißt das auch weniger Miete? Auf die Miete hat sich eine Verringerung der Fläche überhaupt nicht ausgewirkt. Im Gegenteil, die Miete ist sogar noch höher geworden. Und ja, das ist auch so ein Umstand, den keiner so richtig nachvollziehen kann. Benko hatte sich als Warenhausretter präsentiert. Doch seine überhöhten Mieten führen nun in die Pleite. Die kostet den deutschen Steuerzahler rund 1 Milliarde Euro bislang. Zu den direkten Staatshilfen für das Unternehmen kommen die Insolvenzgelder für die entlassene Belegschaft. Wer wird die politische Verantwortung übernehmen? Für die mangelnde Kontrolle und fehlende Absicherung von Millionenbeträgen? Für Bauruinen und verödete Innenstädte? Warum haben sie sich so leicht täuschen lassen? Und René Benko? Angeblich hat er den Großteil seines Vermögens verloren. Nun werden auch die Reste seines Signa-Imperiums versteigert. Die Mieten für den exquisiten Firmensitz kann die Signa nicht mehr bezahlen. Die Türen der Nobeladresse stehen nun auch dem einfachen Volk offen. Es kommt alles unter den Hammer, bis zum letzten Papierkorb, in Österreich Mistkübel genannt. Ich habe mir 2 Mistkübel geholt. Warum genau die Mistkübel? Schon skurril, oder? Ja, aber es war das günstigste und ich wollte immer so 2 Mistkübel 100 Euro daheim stehen haben. Das hat so einen Flair. Keiner kann sagen, die haben dem René Benko gehört davon. Ne? Das hat schon was. Dass man hier einmal das Mobiliar herausträgt. Ein solches Szenario war für den gefeierten Aufsteiger René Benko unvorstellbar. Diese Grundhaltung von vielen, dass wenn erfolgreichen Leuten was passiert, man sich freut, die ist da. Und die wird, sag ich mal, die wird man nie wegbringen. Und daher werden auch bei Ihnen natürlich einige Leute haben, die sich freuen würden, wenn der Unternehmer René Benko scheitert. Aber die werden sehen, dass ihnen die Freude nicht machen werde. Ich sehe, Sie haben schon die Mistkübel erhalten. Zufrieden? Top zufrieden. Es ist sogar noch was drin. Also damit habe ich nicht gerechnet, aber man freut sich. Ne? Das kriegt man mehr fürs Geld. Es sind nur Umschläge. Schade. Also keine Dokumente. Auch das eigens für die Firma hergestellte Monopoly wird jetzt versteigert. Das Milliardenspiel des René Benko scheint vorbei. Ob Benko sich persönlich bereichert hat, werden nun die Insolvenzverwalter klären müssen und die Staatsanwaltschaft. Erste Strafanzeigen sind eingegangen. Und die Hamburger? Sie nennen die Bauruine längst Kurzer Olaf und werden sehen müssen, wer ihnen den Elbtower zu Ende baut.